Dvandvapita ist die Stellung der Gegensatzpaare, der Sitz der Gegensatzpaare. Judith zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Padmasana, der Lotussitz oder eine andere angenehme Sitzhaltung. Kreuzbeinig zum Beispiel. Dann strecke die Arme zur Seite aus. Und dann einatmen, gib die Arme nach hinten so weit wie du kannst und ausatmen nach vorne. Einatmen nach hinten und ausatmen nach vorne. Mach dies ein paar Mal. Diese Übung hilft dir, die Schultern flexibel zu halten, verhindert, dass Kalkschulter oder Shoulder-Impingement-Syndrom kommt, insbesondere wenn du es vorbeugend machst. Halte also deine Schulter immer wieder flexibel. Eine zweite Möglichkeit ist, bringe die Arme wieder zur Seite und dann einatmen, Arme hoch und ausatmen, wieder hinunter. Einatmen, hoch und ausatmen, wieder hinunter. Mache dies ein paar Mal und so entwickelst du die Flexibilität in den Schultern. Das ist also Dvandvapita. Pita heißt einfach Sitz. Und mit den Armen gehst du mal hoch und runter, vor und zurück. Und das hilft der Flexibilität der Schultergelenke.